Flugzeuge am Boden, Aufträge für neue Flugzeuge mindestens mal verschoben, wenn nicht gar storniert. Airbus ist einer der großen Betroffenen, während Boeing von den USA und andere US-Luftfahrtunternehmen 60 Milliarden Dollar an Staatshilfen bekommen. Was macht Airbus daraus, die im Moment noch Liquidität haben, deren Aktie aber auf ein 5-Jahrestief gefallen war, was sich jetzt aber im Zuge der kurzzeitigen Markterholung jetzt wieder mit erholt hat? Fragen wir Vivian Sparenberg von Tobel. Schönen guten Tag, Frau Sparenberg. Sie sind uns wieder telefonisch zugeschaltet. Genau, Frau Erhardt, schönen guten Tag. Ja, Airbus hat schon gemeldet, es sind viele Aufträge storniert oder verschoben worden. Allein in diesem Jahr waren eigentlich 880 Auslieferungen geplant. Auf 8 Jahre war die Produktion gesichert. Aber zum Beispiel Airlines wie die Lufthansa haben schon gesagt, dieses Jahr nehmen wir keine Flugzeuge ab. Was kann Airbus überhaupt noch in diesem Jahr erwarten? Was ist auslieferbar? Airbus hat gerade dadurch, dass man ja eigentlich Airbus immer in den Himmel gelobt hat, wirklich, sie haben ihre Produktionslinie super aufgestellt, sie haben Aufträge an Land gezogen, sie haben natürlich auch viel positive News bekommen, als das Boeing-Desaster anstand, dass die gegroundet worden sind. Jetzt trifft auch Airbus gerade die natürlich die Airlines wie auch Lufthansa, aber auch Ryanair müssen fast 100% ihrer Flotte am Boden lassen. Da ist natürlich dann auch für die Expansion in neue Länder oder neue Flugstrecken natürlich erstmal abgesagt. Das heißt, sie brauchen tendenziell keine neuen Flugzeuge. Natürlich werden alte Maschinen trotzdem irgendwann ausgetauscht werden müssen. Aber genau wie Sie schon gesagt haben, sagt die Lufthansa, im Moment ist das, glaube ich, unser kleinstes Problem. Lufthansa hat auch schon angesprochen, dass sie natürlich mit den Flugzeugbauern auch im Gespräch sind, damit sie die Bestellung entweder verschieben oder ganz stornieren oder auch vielleicht abzuändern, vielleicht erstmal auf das Ende des Jahres zu schieben. Airbus hat dann natürlich ein Problem, die haben ein Jahr nach dem anderen immer mehr Flugzeuge ausgeliefert, alles war noch schön am Jahresanfang und jetzt stehen sie wirklich in der Bredouille. Da muss man erstmal schauen, wie viel am Ende des Jahres überhaupt bei Airbus wirklich vom Fließband laufen kann. Kann man jetzt noch nicht wirklich abschätzen, aber wenn man schon sagt, dass die Lufthansa zum Beispiel nur 5% ihrer Flüge, die sie weltweit haben, eigentlich nur fliegt, kann man schon mit der europäischen oder die Europas größter Fluggesellschaft hier schon sehen, oh, das könnte für Airbus knapp werden. Boeing bekommt Staatshilfen. Der amerikanische Präsident hat da sofort zugesagt, hat gesagt, Boeing wird nicht fallen gelassen. Airbus sagt, man hat jetzt im Moment erst einmal 30 Milliarden Liquidität. Die Prognose hat man schon eingestampft, Dividende weg. Aber bei so einem großen Unternehmen mit so großen Kosten, die jetzt auch optimiert werden sollen, um es mal einzuordnen, wie viel sind da 30 Milliarden? Wie lange reicht denn sowas? Wenn man sich mal die einzelnen Einsparungen, was sie machen, anschauen, also ihr Kreditrahmen wurde um 15 Milliarden Euro aufgestockt, ihre Dividende haben sie gestrichen, was nochmal 1,4 Milliarden nicht wirkliche Einnahmen sind, aber sie müssen es auf jeden Fall erstmal nicht mehr ausgeben und die Aufstockung von den Pensionsplänen ist hier auch erstmal verschoben worden. Das ist natürlich alles nichts Positives, sie müssen jetzt erstmal ihr Cash horten. Man muss auch sagen, Airbus ist schon relativ relevant, gerade für Europa, weil sie über 80.000 Jobs haben und die Hälfte fast zum Beispiel in Frankreich anfallen, in den großen Werken. 80.000 Jobs sind sehr, sehr viel, gerade wenn man sich das anschaut, okay, wenn die jetzt alle nicht arbeiten können, dann ist das natürlich auch ein wirtschaftlicher Faktor, der hier steht. Deshalb steht die Hilfe auch für Airbus hier erstmal auf dem Plan. Also es wird erstmal nicht davon ausgegangen, dass sie mit den 30 Milliarden jetzt wirklich jahrelang einfach weiter wirtschaften können. Und gerade diese Nachfrageschwäche, die wir jetzt auch sehen, oder diese Angebote, die sie einfach gar nicht mehr abgehen können, ist natürlich dann auch, die Produktion wird runtergefahren und da kann Airbus so ein kleines bisschen das natürlich ausgleichen, das halten sie aber auch nicht ewig durch und das wird wahrscheinlich noch nicht mal ein Jahr halten. Okay, vor allem die Aufträge für Großraumflugzeuge sind weggebrochen oder brechen weg und das summiert sich schnell auf Milliarden. Nun ist die Produktion wieder angelaufen, beziehungsweise einige Standorte hatten gar nicht erst zugemacht. Was wird denn da jetzt produziert, wieder produziert?
Also die Standorte, die in Frankreich und in Spanien zugemacht worden sind für 4 Tage, um ihre Hygienemaßnahmen halt auch wirklich aufzustocken, weil sie auch wirklich im Epizentrum auch hier von der Corona-Krise in Europa am stärksten auch mit betroffen wurden. Die wurden kurzzeitig stillgelegt für 4 Tage, um es wirklich hier auf Hygienestandards zu setzen, die es vorher natürlich schon gab, aber gerade in dieser Zeit ein bisschen mehr verstärkt. Airbus arbeitet jetzt in farbigen Teams, was eigentlich eine Halbierung des aktuellen Bestandes von Mitarbeitern ist, die sich nicht begegnen dürfen und was vielleicht einige auch von ihrer jetzigen Situation im Homeoffice und ihren eigenen Kollegen kennen. Da wurden Maßnahmen ergriffen, aber sie werkeln natürlich schon mit den gleichen Flugzeugteilen, die auch vorher da gefertigt worden sind, gerade wenn man sagt, okay, die Großraummaschinen sind natürlich jetzt nicht mehr so die Gefragten. Da wollte Lufthansa auch seine Flotte aufstocken, weil sie hier den Urlaubsverkehr ein bisschen mehr beherrschen wollte. Da waren sie jetzt noch nicht so weit vorgedrungen, gerade in den Märkten, wenn man jetzt sich mal so eine Condor anschaut oder so. Da wollte Lufthansa aufstocken, diese Großraumflugzeuge, die werden jetzt erstmal nicht so krass benötigt. Deshalb sind die kleinen, die vielleicht für die Kurzstrecke oder auch die Geschäftsreisen innerhalb von Deutschland oder Europa genutzt wurden, schon eher auf der Agenda. Aber Airbus stellt nichts Wirkliches um, weil ein Flugzeug hat so viele Einzelteile, das will auch erstmal gebaut werden. Und für Airbus ist es halt auch noch nicht wirklich absehbar, was am Ende auf dem Auftragszettel stehen bleibt. Okay, schon 2019 war ein schwieriges Jahr für die Branche. Airbus und Boeing zusammen haben für 95 Milliarden Dollar Flugzeuge verkauft. 2018 waren es noch für 111 Milliarden. Muss Airbus jetzt hoffen, auch wenn momentan die Liquidität noch reicht und kleinere Flugzeuge produziert werden können, dass jetzt Airlines auch gerettet werden, damit sie auch künftig noch Kunden haben? Das sollte Airbus hoffen. Auf einer Seite, natürlich sind Airlines nicht die einzigen Abnehmer, die Airbus hat. Das sind natürlich auch Militärmaschinen, die mit runterfallen. MTU hat das auch gesagt, dass der Triebwerkhersteller, dass man natürlich nicht nur auf die Luftfahrtbranche an sich schauen muss, weil es gibt auch andere Abnehmer von Flugzeugen. Aber natürlich sind Airbus die Personenmaschinen auch mit am wichtigsten. Und deshalb möchte natürlich auch Airbus hier, dass die Lufthansa oder auch die großen Airlines wie die Amerikaner zum Beispiel hier auch weiter überleben und auch ein gutes Geschäft machen, damit die natürlich am Ende auch die Flugzeuge, die sie neu produzieren oder auch neu auf den Markt bringen, auch abkaufen oder abnehmen. Deshalb ist Airbus sehr, sehr daran interessiert, dass die Luftfahrtbranche hier weiter unterstützt wird. Was man aber auch aus Kreisen von der Regierung immer wieder hört, ist natürlich, dass die Luftfahrt gerade hier in Frankfurt zum Beispiel für den Fraport relativ wichtig ist oder sehr, sehr wichtig ist. Die Lufthansa ist ein sehr, sehr großer Arbeitgeber hier in Frankfurt. Und deshalb muss man die Lufthansa schon als auch ein systemrelevantes Unternehmen einstufen, gerade wenn man sich auch die jetzt Umschwünge, jetzt gehen sie auf Cargo, also sie fliegen natürlich jetzt unsere Lebensmittel ein und aus, zum Beispiel in Deutschland. Sie haben es schon ein bisschen umgeschichtet und deshalb ist es gerade für Airbus auch sehr, sehr wichtig, dass die Luftfahrtgesellschaft hier wieder auf den grünen Zweig kommt. Aber wenn man sich die Kursziele der Analysten jetzt anschaut, die werden zusammengestampft, die Aktie gerade eben auf einem 5-Jahres-Tief relativ nah dran, eine kurzzeitige Erholung jetzt. Wie sind im Moment die Einschätzungen für die Airbus-Aktie? Die Airbus-Aktie ist natürlich gerade, wenn man sich jetzt mal Boeing anschaut, Boeing ist heute fast 20% vorbörslich im Plus. Das hat man in den letzten Monaten bei Boeing zum Beispiel gar nicht gesehen. Die waren eher auf der roten Seite der Kurstafel. Airbus ist die Kurslage, sage ich mal, ähnlich. Die Maßnahmen, die jetzt dafür gestrickt werden, um aus dieser Krise wirklich rauszukommen, wurden zum Beispiel bei Boeing relativ positiv aufgenommen. Airbus hat Kursziele von 65 Euro bis hoch zu 140 Euro, zum Beispiel von der UBS. Goldman Sachs setzt sie auch auf ihre Buylist oder behält sie auf ihrer Buylist für 120
32 Euro. Also es geht von bis. Die Aktie im Moment auf Kurzfristsicht natürlich noch ein bisschen unter Druck, weil man nicht weiß, wie lange Airbus hier seine oder wie viel am Ende von Airbus produziert und auch ausgeliefert werden kann. Deshalb ist die Einschätzung der Airbus und der Boeing-Aktie, muss man auch sagen, relativ schwierig zurzeit, weil man einfach nicht weiß, wie viele Flugzeuge am Ende wirklich abgenommen werden können. Vivien Sparrenberg, vielen Dank für den Moment. Ja, Airbus im Moment, die Aktie noch vor wenigen Tagen auf einem 5-Jahres-Tief oder zumindest nah dran. Aber jetzt etwas erholt. Die Kursziele der Analysten klaffen allerdings weit auseinander von 65 bis 130, 140 Euro. Die Luftfahrtbranche in der Krise, die Aufträge verschoben oder storniert. Und kurzfristig vermag wohl niemand so richtig zu sagen, wann und wie Airbus da wieder herauskommt.